Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video möchte ich euch meine goldene Uhr vorstellen. Zunächst mal, diese Uhr kostet um die 20 Euro. Jetzt zeige ich sie euch mal von allen Seiten. Also das Ziffernblatt sieht man hier vorne mit römischen Zahlen. Da haben wir einen Sekundenzeiger, einen Minutenzeiger und einen Stundenzeiger. Dadurch sieht man verschiedene Zahnräder und andere Rädchen, die sich bewegen. Das finde ich ziemlich cool. Und auch auf der Rückseite ist ein Blickfenster eingerichtet, wo sich noch ein Gewicht befindet, was sich mitdreht. Darauf werde ich später nochmal eingehen, was das bewirkt. Dann haben wir hier an der Seite ein Rädchen, mit dem wir hier die Zeiger stellen können. Ja, das ist das Armband. Kann man auch ausklappen noch. Ich werde die Uhr gleich auch nochmal anziehen, damit ihr die nochmal seht. Aber zunächst werde ich was zum Material sagen. Das Gehäuse besteht aus einer Legierung. Und das Armband aus Edelstahl. Der Gehäusedurchmesser beträgt 4,4 cm. Das Gehäuse ist 1,2 cm hoch. Das Armband ist 1,8 cm breit und 24 cm lang. Das Gewicht der Uhr beträgt 102 Gramm. Die Uhr wird in einer solchen Geschenkbox geliefert. Sie ist zunächst hier in dieser Tüte verpackt. Dann in der Box mit einem Isolierungsmaterial. Darauf kommt nochmal eine Lage Isolierung und dann der Deckel. Und die Uhr kam nach circa 2 Tagen angeliefert, was sehr schnell ist. Die Uhr ist auch spritzwassergeschützt laut Hersteller, aber nicht fürs Duschen oder Tauchen geeignet. Also wirklich nur fürs Spritzwasser geschützt. So, die Uhr, das Armband macht man auf hier, indem man hier drückt. Dann ziehe ich sie mir mal einmal an. Nochmal was zur Größe vielleicht. Also mit ein bisschen Geschick lässt sich das Armband verkleinern, indem man hier einfach Glieder dieser Kette rausnimmt. Und hier vorne, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, ist ein kleiner Stift. Den kann man auch in die anderen Löcher reinstecken. Ich habe ihn jetzt schon aufs kleinste Loch gesteckt. Das geht ganz einfach und das mit den Gliedern muss man mit bisschen Fingerspitzengefühl machen. Also das ist ein Automatikwerk eingebaut. Und es funktioniert ohne Batterien. Das finde ich persönlich sehr cool. Und das bei einer Uhr, die um die 20 Euro kostet. Und das funktioniert wie folgt. Hier hinten ist ein Gewicht drin, was sich beim Laufen oder beim Bewegen des Arms mitdreht und so die Uhr aufzieht. So kann es passieren, dass wenn man die Uhr ein paar Tage nicht benutzt, dass die dann einfach stehen bleibt. Aber das ist bei allen Aufzugsuhren so. In den Amazon-Kundenbewertungen steht oft drin, schon nach 2 Wochen war die Batterie der Uhr leer. Das ist völliger Schwachsinn, denn die Uhr hat keine Batterien und deswegen können diese auch nicht leer sein. Wenn man die jetzt irgendwie eine Woche nicht anhat oder zwei und die da einfach nicht mehr geht, dann braucht man die bloß einmal so ein bisschen komisch zu bewegen und schon erwacht die Uhr wieder zum Leben. Das habe ich neulich gemacht, ich fand das sehr cool. So, Moment, so nochmal. Mein Fazit zu der Uhr, also ich finde es relativ gut, dass so eine 20-Euro-Uhr ohne Batterien läuft, mit einem Selbstaufzug, dass so viel Glas in dieser Uhr verbaut ist, dass man überall reingucken kann. Das nennt man nämlich auch Skelettuhr. Das Design finde ich nicht schlecht. Und wenn man ein hochwertiges Outfit anhat und diese Uhr dazu, dann sieht sie auch nicht wie eine Billiguhr aus, sondern wie eine gute Uhr. Und generell sieht sie auch nicht billig aus. Sie ist relativ gut verarbeitet. Auch energetisch ist die Uhr sehr gut, da viele Menschen es nicht ertragen können, Batterien am Handgelenk zu tragen den ganzen Tag, deswegen vielleicht keine Uhren tragen, die können dann so eine Uhr tragen. Doch generell finde ich es persönlich bequemer, keine Batterie am Handgelenk zu tragen. Das finde ich macht die Uhr schon ziemlich gut. Ja, die Uhr habe ich euch wieder wie gewohnt unter diesem Video verlinkt, da könnt ihr euch sie nochmal anschauen und ein paar Details noch dazu durchlesen. Und bei den Kundenbewertungen passt eben auf, dass ihr euch nicht davon abbringen lässt, wenn da steht, die Uhr war schon nach 2 Wochen leer, Batterie oder so. Also das ist völliger Schwachsinn. Gut, dann bedanke ich mich fürs Video und hoffe, euch hat's gefallen.